Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ghost Week in Wildlands. Wir spielen auf Extrem mit Dr. T-Style. Moin. Hallo. Ich habe gerade herausgefunden. LOL. Ich habe gerade herausgefunden, wie ich meine Drohne benutze und habe gerade eine Blitzreise irgendwo hingemacht damit. Geil. Profis am Werk. Aber ich bin nur ein paar Meter, ich bin hier unten. Hi. Aber ich nehme mir immer so einen Jeep hier. Wenn ihr Profis sehen wollt, seid ihr bei uns genau richtig. Wartet, ich fahre. Handbremse ist auch. Nein, oh nein, lol. Auf A. Während der Fahrt irgendwo sich reinzusetzen. Auf. Läuft bei dir. Während der Fahrt sich einfach umzusetzen, ist nicht so schlau. Warte mal. Lol. Ja. Ich habe ein schönes Motorrad. Was machst du da? Nichts! Ich steig jetzt mal auf. Ich bin in der Kurve ausgestiegen. Dumme Menschen am Werk hier, ey. Alter, da gucke ich einmal nicht auf den Bildschirm, ey. Ich gucke einmal, ob die Aufnahme läuft und schon fliege ich hier den ganzen Berg runter. Ha! Alter, vom Bike abzusteigen während der Fahrt, ist ja mal geil. In den Kurven. Das ist was. Nach Zivilisten aus. Sie glauben, das nicht was. Großer Fehler. Nachschub. Was stützt du da, ey? Hilfe! Du Spacken, ey! Ich lieg ganz woanders. Ich lieg noch 200 Meter von dir vor, weiter vor dir. Hier, wo ich jetzt stehe. Ja. Hier hab ich gelegen. Nee. Was lag hier rum? Du hast nur gesagt, hier liegt was rum. Ich will bremsen, geht nicht mehr. Ich hab's schon eingesammelt. Wollen wir hier back? Ja, fertig. Ah, cool. Ich kann Fertigkeiten hochleveln. Aber ey, wir hatten vorhin in der Folge, gestern in der Folge, das Ding aufgenommen. Das auch hier. Ich hab stabiles Zielen bei mir mal gelevelt. Das Dokument kann man, das war eine CD, das können wir uns auch angucken. Das. Boah. Ich fahr schon mal ein bisschen vor. Du drückst auf Back. Ja. Und dann auf Taktikkarte müsste das eigentlich sein. Taktikkarte. Und dann hast du ja unten bei den Akten. Hallo, bitte nicht. Ja. Unten bei den Akten. Ach du Scheiße. Da hast du ja links das Bild und dann hast du ja die ganze Zeit, was neu steht, wo du X drücken musst. Ja. Da drückst du ein X drauf. Ja, da ist es sicher. Ich hab's gefunden. Das ist ein Audio. Ja, okay. Dann hören wir die mal uns an. Ich bin fett. Ja, das war was Kurzes. Ja, da kommt noch ein Video. Ich dachte, das wäre das Video schon. Was kommt, dass wir die zwei Gegner haben? Die komische also dicke Frau und der Typ. Boah, Alter, Lenken ist so krass scheiße hier. Ja, frag mich mal auf dem Motorrad. Ey, du auf dem Motorrad, wie ist das Lenken? Noch beschissener. War wie besoffen, okay, das tue ich immer. Und du fährst ja noch schlimmer. Kann's halt. Überfahr nicht die Leute, wir dürfen die Leute nicht töten. Ups!
Ja, was stehen die da auch? Sie haben da nichts zu stehen. Aber fest dieselbe um. Selbst, ey. Andere, zu anderen sagen, aber selber so behindert sein. Ich bin nicht drüber gefahren. Ich bin nur an denen vorbei. Nur an denen vorbei? Weißt du, wie weit die weggesprungen sind vor Angst? In dem Moment, wo ich das gesagt habe, steuerst du voll auf die Leute drauf und knüppelst voll weg. Gar nicht. Nein. Oh nein. Nein, 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 nein. Also so ein Visier wäre schon irgendwas Geiles. Ja, nicht nur das Visier, auch eine Sniper. Oh nein, oh nein, oh nein. Nein, 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 nein. Ich bin an der Mauer. Nein, ich hab's nicht geschafft! Was machst du? Warum? Ich wollte in den Heli steigen, einmal drehen, die Typen wegballern und gut. Nein, sie haben mich da rausgeschossen. Würden Sie mir bitte helfen? Bitte! Bin selbst dort. Läuft! Von okay. Wo wurde ich jetzt abgeschossen? Okay, ich hab doch rechts alles getötet. Warum? Okay, jetzt machen wir das auf die Brutalo-Art. Wer wird sterben? Nein. Nein. Oh nee, ey. Gibt uns Spaß niemals ein Spiel. Das sah aus meiner Sicht geil aus. Versuch Nummer 10.000. Oh, hier ist wieder der Kumpel. Wird dir nicht gefallen, aber ich kann nicht diskutieren. Raus. Ich will fahren. Okay, geh aus dem Fenster, wir fahren da rein und machen sie alle. Okay, auf den Einsatz konzentrieren. Checkt eure Ziele. Wenn Amaru von einem Querschläger getötet wird, ich würde da weggehen, ne? Alter, ich krieg das mit einem alles hinsetzen und dann aussteigen noch nicht so hin. Puh. Ich komme auch irgendwie mit den Waffen noch nicht klar. Es gibt irgendwie nur Scheißwaffen, die man hat. Granate aufpassen.
Ja, den war ich mal schon. Was? Oh ne, ich mag Spiele, die so bekloppt sind, weil die einfach nicht funktionieren. Augen auf, zurück an die Arbeit. Checkt eure Ziele. Wenn Amaru von einem Querschläger getötet wird, ist Operation Kingslayer gelaufen. Los geht's. Granate, friss das, Motherfucker. Du war ja genauso doof. Alle nur friss das, Motherfucker. Ja, genau. Hat deiner gesagt, oder was? Ja, deiner. Der redet so eine Scheiße. Ich habe eine Dame, die sagt so etwas nicht. Nice, danke. Da ist noch einer hinter. Ich höre die ganze Zeit bei mir was, aber nö, da laufen Schweine rum. Witzig, du hast genau die gleiche Idee wie ich. Wie steuert man die? Ja, da hat meine Drohne geschrottet. Perfekt. Hast du den da drin? Ja. Du machst meine Drohne nicht nochmal kaputt. Ja, ich glaube, das war's. So. Ist offen. Damit. So. Hast du die Kiste schon geholt? Nö. Nee. Ich hab mir Amaru geholt. So, erstmal brauchst du das drauf. War hier vorne nicht noch irgendwas? Oder ist das schon eingesammelt? Markiert hier. Das habe ich schon geholt. Gut. Das ist eine Waffenkiste. Kann ich hier ein Zielfernrohr. Hack mal drauf. Ich will Munition aufnehmen. Jetzt kann ich stoppen. Im nächsten Korb. So. Wo ist die Ausrüstung? Der Spiel. Wie geht denn das hier ändern? Ah, hier Teile. Zieloptik. Visier. Ja, schon viel besser. Kann man da noch was anderes? Nee. Zack, zack. Oh. Aber die hat kein Zielfernrohr, das ist kacke. Ups. Hast du jetzt selbst auf den Typen umgelegt? Da stand ein Zivilist. Das war schon so. Oh. So, wollen wir jetzt noch Missionen vollständig beenden oder wollen wir jetzt erstmal Folgen Cut machen? Es sind schon wieder 20 Minuten rum. Ey, wir machen Mission noch zu Ende, weil ich hatte sowieso die Versuche ein bisschen weg. Nee, sowieso auch, also. Ich leite den, komm. Aber keine Probleme. Ja, generell keine Probleme, wir waren jetzt First Try hier durch, ne? Hat man ja gesehen. Ja. Weil wieder draußen sitzt, Alter. Guck mal, was ist er weg? Ich eigentlich. Kann ich schießen, kann ich auch nichts machen. Nur doof rumsetzen. Ich glaube, ich hätte mich hinten raufsetzen sollen, damit ich auch irgendwie schießen kann. Also, keine Ahnung. Ich glaube, man muss hier nicht schießen. Ich versuche gerade. Ich drücke gerade alle Knöpfe und versuche gerade. Wie man schießt mit dem. Ach, das ist gar kein Schießding. Schon gut, hab nichts zu sagen. Lol. Meinst du, der hat einen Fallschirm? Keine Ahnung. Lol, ich kann immer meine Drohne auswählen, aber sofern man zu weit weg ist, ist ja. Verbindung weg. Aber Nachtsicht? Alter, nee, aber das tut weh in den Augen. Er ist ja auch hell jetzt. Große Witz ist ja, der folgt ja mir.
würdest du jetzt rausspringen und das Ding würde abstürzen, würde nicht mit runterspringen, so wie du, sondern er wird einfach drinnen bleiben. Klingt bekloppter. Ja, ich weiß. Das war's. Ja, das war's. Komm, spring runter, Mann. So, dann parken wir da vorne. Mach mal. Mach was für dein Skiller. Skiller-like. Für den nicht vorhandenen Skill. Was? Du. Ne, seh ich nicht. Warte. Oh, Waffenkiste. Die hole ich mir noch. Jetzt gibt's das Sniper. Endschnipple. So, komm mit, Kleiner. Sichern. Hast du jetzt auch die Sequenz? Santa Blanca ist nicht gerade gastfreundlich. Heißt wohl ja. Nee. Ich hab eine Sequenz. Diese Teufel haben mich verraten. Ah, jetzt. Muss auch noch sichern. Sagen wir mal, ihr Rumgeflirte war ekelerregend. Aber ihre Methoden waren nicht. Waren nicht. Heißen die beiden Juri und Polito? Sie. Juri, Polito. Die Schweine haben Ricky Sandoval gefoltert, als Wenyu ihn verhört hat. Ich will sie, klar? Da waren nur Sicarios, als wir Amaro befreit haben. Ich habe Juri und Polito schon 3 Tage nicht gesehen. Vielleicht auch 4. Ich weiß nicht, wo sie stecken. Wir brauchen mehr Infos. Wir durchsuchen jedes Dorf, bis wir was finden. Irgendwer wird schon was wissen. Sucht Dokumente, hackt Computer, verhört feindliche Leutnants, sprecht mit Zivilisten. Also los jetzt. Wir drehen jeden Stein um. Alles klar, ich fange mit dieser Stein vorne an. Aufgepasst, Bowens Datei zu Julio und Polito kommt rein. Wie ich einfach eine dauerhafte Zigarre im Maul hab. Das ist die Info zu Judy. Ah, Video verfügbar. Ich würde sagen, Video angucken und danach Folge beenden. Um die Sicherheit kümmert sich El Muro, die Mauer, persönlicher Leibwächter und Jugendfreund von El Sueño. Du bist für... Alter, wie klappt das aus, wenn du am Reden bist? Aktiv in den sozialen Medien. Top Sicario für das mit einer Zigarre im Maul. Wenn wir Svenjo wollen, müssen wir uns hocharbeiten. Die ersten Ziele sind Juri und Polito. Erst die Info. Hast du das Video schon gestartet, oder? Ausschalten. Ja, jetzt. Vier Personen waren anwesend, als DEA-Agent Ricky Sandoval ermordet wurde. El Sueño, der Kopf des Santa Blanca-Kartells. Ricky. Und dann auch noch La Juri und El Polito. Juri und Polito lernten sich in einer Staatsklinik in Chiapas kennen, wo El Polito Assistenzarzt war und wo La Juri Schwester war. Es war Liebe auf den ersten Blick. Von Anfang an waren sie unzertrennlich. Eine Liebe wie im Bilderbuch. Dann landete ein Buchon namens La Plaga bei ihnen in der Notaufnahme. Schwer angeschossen. Eine Weile stand es auf der Kippe, aber schließlich retteten sie ihm das Leben. La Plaga war dankbar, machte ihnen Geschenke, Einladungen zu den exklusivsten Partys, sogar ein neues Auto. Und nach einer Weile machte La Plaga sie zum persönlichen medizinischen Stab des Santa Blanca-Kartells. Doch das war nicht ihr Hauptjob. Juri und Polito kennen den menschlichen Körper. Sie wissen, wie viel Schmerz jemand erträgt, bevor er stirbt. Sie können eine Person wach und am Leben halten, damit sie den Schmerz spürt. Und vor allem wissen sie, wie man Schmerzen zufügt. Das tun sie in der Provinz Itaqua. Wenn Santa Blanca jemanden hat, der nicht reden will, bringen La Juri und El Polito ihn dazu. Sie brechen Menschen. Wie gesagt, 4 Personen waren anwesend, als Ricky Sandoval ermordet wurde. Sueño, Ricky, Juri und Polito. Sie hielten Ricky am Leben, während Sueño ihn folterte. Nonstop. 47 Stunden lang. Sie brachen Ricky Sandoval. Dann erschoss Sueño ihn. Norman, Pakatari ist in der Leitung. Klingt, als bräuchte er Hilfe. Stellen Sie durch. Hola, Kumpade. Okay. Ich habe ein Problem in Itaqua. Und Bowman hat sich an sich... Das ist meine Leute in
Chicago brauchen Hilfe. Oh ja. Viele Verluste durch das Gas. Sag gerne, heißt es nicht. Die Juli Polito hat sie mutlos gemacht. Die Flamme der Revolution ist. Oh, ich kann Granaten werfen. Spar dir das, Katari. Sag einfach, was du brauchst. Das konntest du schon die ganze Zeit. Die Folge war etwas chaotisch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut gerne bei Dr. Peaceware vorbei. Lasst gerne ein Abo da. Eine Like. Hauptsache, ich sterb nochmal. Haut rein. Viel Spaß. Ciao, ciao. Tschüss.